Ein Kindergarten, eine Elementarpädagogik, die unsere Kinder gut vorbereitet auf die Schule, Sprachkompetenz. Punkt 2 ist eine gratis ganztägige Schule, flächendeckend für Österreich. Punkt 3 sind die besten Lehrer für unser Land, die motiviertesten Lehrer für unser Land. Punkt 4 sind entsprechend Unterstützungspersonal ausreichend. Und Punkt 5 sind 5000 Pädagoginnen und Pädagogen mehr, die wir dringend vor allem in jenen Schulen brauchen, die Herausforderungen haben. Der Kindergarten ist die erste Bildungseinrichtung. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, neben dem zweiten Gratis-Kindergartenjahr auch einen Qualitätsrahmen sicherzustellen und zu implementieren, der ganz klar festlegt, mit welchen Kompetenzen sollen Kindergartenkinder in die Schule übertreten. Zusätzlich fordern wir einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem ersten Lebensjahr. Dann können wir sicherstellen, dass Kinder, egal woher sie kommen, egal wer ihre Eltern sind und wie gut situiert diese Haushalte sind, gut qualifiziert in die Schule übertreten können. Mit dem Autonomiepaket haben wir die Rahmenbedingungen so gesetzt, dass die Pädagoginnen und Pädagogen mit den Kindern sehr individuell zugeschnitten auf das einzelne Kind arbeiten können. Individualisierung ist das Gebot der Stunde, Talente fördern ist das Gebot der Stunde. Das ist mit den Rechtsgrundlagen, die zurzeit geschaffen wurden, möglich. Die Herausforderungen sind vielfältig, das heißt, wir müssen unsere Kinder und Jugendlichen darauf vorbereiten, dass sie problemlösungsorientiert, interdisziplinär denken und handeln können, teamfähig sind und hochkreativ bleiben auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, Digitalisierung ist Teil unserer Gesellschaft, unserer Lebenswelten geworden. Digitale Kompetenzen, Medienkompetenzen müssen wir ausreichend an den Schulen vermitteln und haben dies auch in den Lehrplänen bereits festgemacht.